Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier bei mir. Und wir schauen uns heute Astride zusammen an. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber es ist ein neues upcoming Pferdespiel, wo ich jetzt schon häufiger gehört habe, ob das nicht vielleicht eine Konkurrenz wäre zu Spielen wie zum Beispiel Star Stable. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir mal ein bisschen die Zeit, um mit euch zusammen mir Astride ein bisschen genauer anzugucken. Und ich habe auch von den Entwicklern die Möglichkeit bekommen, die ganzen Fragen, die ihr alle zum Game habt, ihnen zu schicken und sie beantworten sie mir dann, so gut es eben geht. Also wenn ihr nach diesem Video noch Fragen habt, schreibt sie bitte einfach in die Kommentare und ich beantworte sie dann zusammen mit den Entwicklern, so gut das Ganze eben geht. Aber gehen wir erstmal so ein bisschen auf ein, was können wir eigentlich schon so vom Spiel so alles zusammen sehen. Nun gut, wir haben hier schon so ein bisschen die ganzen Animationen, die wir hier so sehen können. Das Spiel ist übrigens noch aktuell natürlich absolut early in der Entwicklung. Also wundert euch da noch nicht, dass man auch nicht so viel zeigen kann. Ich zeige euch zuerst mal so ein bisschen hier die Animation, was man so aktuell schon so ein bisschen sehen kann. Natürlich könnt ihr auch dem Spiel zum Beispiel auf Instagram folgen, wenn ihr da über die Updates immer so ein bisschen im Update eben, wenn ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Hier habt ihr so ein bisschen so die Karte von Astride. Da seht ihr auch, was wir hier so haben. Wir haben so eine kleine Insel hier vorne, so ein bisschen so diese ganzen Geländesachen. Kommen wir aber erstmal ein bisschen zu den Details des Spiels. Also erstmal sieht so hier momentan die Oberfläche aus von eurem Pferd. Ihr habt jetzt hier die ganze Ausrüstung, die ihr hier habt. Auch so was ein bisschen wie Persönlichkeit und Eigenschaften so ein bisschen vom Pferd. Und hier haben wir auch nochmal eben so ein bisschen die Pferde. Aber kommen wir erstmal zu dem, was das Spiel übrigens ausmacht. Also hier habt ihr auch auf der Astride-Seite, habt ihr so die ganzen Möglichkeiten, dem ganzen Spiel zu folgen, wenn ihr mögt. Das Ganze verlinke ich euch natürlich auch nochmal unter dem Video. Aber wir gehen mal so ein bisschen auf die Facts vom Game ein. Was ist denn Astride? Astride ist ein Horse-Role-Playing-Game. Also ist sozusagen ein Spiel, ein Pferdespiel, in dem ihr eine Rolle übernehmen könnt. Und ihr müsst unterschiedliche Disziplinen aus dem Equestrian, also aus dem Reitsport und der Reitkultur eben absolvieren. Also das erinnert so ein bisschen an die Sache wie in Horse Riding Tales, eben keinem MMO. Also da ist es schon mal was anderes als Star Stable. Und hier, worum geht es eigentlich? Ihr sollt die Mythen und Legenden in der Welt von Astride eben so ein bisschen, wie sagt man, undercover, ein bisschen lösen, ein bisschen aufdecken. Also das geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja, das ist schon so ein bisschen in die Richtung der Star Stable. Unravel Stories and make a home out of your entire estate. Also es ist so ein bisschen löse Geschichten und alles und trainiere Pferde und nimm an unterschiedlichsten Disziplinen und auch am Terrain teil. Also das ist sozusagen so ein bisschen, das erinnert schon so ein bisschen an Star Stable von der ganzen, Sache, die jetzt hier steht. Und für wen ist denn eigentlich Astride gedacht? Wenn du Pferde liebst und Reiten und auch natürlich so die anderen Reitsportaktivitäten und eben ein Spiel magst, das den Genre-Standard in neue Höhen bringt, dann ist Astride eben was für dich. Und die sagen auch ganz klar, Astride kommt für PC und für Steam raus. In der Zukunft vielleicht auch nochmal auf anderen Plattformen. Also ist ganz klar ein PC-Spiel. Und aktuell planen sie eben den Early Access. Und jetzt wird es interessant, nämlich, was ist denn eigentlich im Early Access geplant? Also das Ganze ist übrigens für Herbst 2022. Da wird dann erstmal so ein bisschen so die ersten Dressursachen, Show Jumping Cross Country. Eigentlich erinnert mich das hier sehr, sehr stark an Horse Riding Tales für die grobe Richtung. Und auch den ersten Teil der Astride Story. Man kann frei das Ganze erkunden, man kann eine Welt erkunden, also es ist ein Open-World-Spiel, kann seinen Charakter kreieren, kann eben auch seinen Heimatstall so ein bisschen einrichten. Alles so Sachen, die ich sehr, sehr gerne übrigens auch bei Star Stable haben würde. Es gibt dann hier auch die Pferdepersönlichkeiten, also kein Pferd ist wie das andere. Und die Pferde verhalten sich alle unterschiedlich. Und das ist auch so eine Sache, sowas zum Beispiel gibt es ja schon in Equestrian so ein bisschen in die Richtung. Dann kommen auch noch die ersten Stallarbeiten. Ja, das ist so ein bisschen in die SSO-Richtung. Kümmere dich um dein Pferd. Und dann hast du die ersten Quests und Challenges. Und
Dann gibt es auch noch einen Shop, wo du dann deine Ingame-Währung gegen die unterschiedlichsten Sachen tauschen kannst. Soweit, so gut im Singleplayer. Im Winter kommt dann aber eine ganze Sache, die dann nämlich interessant ist. Der Online-Multiplayer. Und da wird es dann interessanter in diesem Bereich, dass es dann doch so ein bisschen Star Stable-alike wird. Aber da kann ich direkt schon mal sagen, es wird kein Online-MMO werden. Es geht so ein bisschen in die Richtung wie ein Horse Riding Tales. Ihr könnt Freunde in eure Welt einladen, mit denen was zusammen machen. Aber nicht wie ein MMO, sondern ihr habt so kleinere Grüppchen aus Leuten, so 4, 5 Leute, vielleicht auch noch ein paar mehr, die dann mit euch zusammen in einer Welt herumreiten können. Was aber auch schon ziemlich cool ist, und damit ist es das erste Spiel in dieser Art, wenn ich mich da nicht ganz vertue, wo ihr sagen könnt, ihr habt so eine schöne große Welt, wo ihr zusammen die Welt dort unsicher machen könnt, aber halt eben in einem geschlossenen Bereich. Also wirklich so ein bisschen wie in Horse Riding Tales, aber eben als ein PC-Spiel gedacht. Und ja, ich weiß, Horse Riding Tales gab es auch in der PC-Version, aber halt als ein Handy-Remake sozusagen. Das ist das Erste, was dann eben auch nochmal kommen wird. Und da kommen dann eben dann auch noch die ganzen Festlichkeiten, also sowas wie Ostern, Weihnachten, sowas in der Art kommt dann eben Winter auch nochmal rein. Und ganz krasses Ding, Seasons. Also wir haben dann Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Wir werden also auch unterschiedlich die Gegend dort haben. Wir werden dann halt Winter, dann mit Schnee, Herbst, rote Blätter, sowas in der Art. Also generell wird sich die Welt optisch verändern und das ist eine richtig coole Sache. Generell klingt das Ganze wie eine Mischung aus einem Horse Riding Tales, einem Animal Crossing und einem Star Stable. Es hat von allen drei Spielen ein paar Aspekte, die ich sehr, sehr cool finde. Dieses Zusammenspielsystem von einem Animal Crossing und von einem Horse Riding Tales. Die Online-Welt und das Ganze, was du Open-World-mäßig zusammen mit deinen Freunden machen kannst, erinnert ein bisschen an eine Mischung aus Star Stable und Horse Riding Tales. Aber es klingt auch von den Seasons und allem her, klingt es tatsächlich sehr schön gemacht und ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Jetzt heißt es nur mal gucken, ob einem die Optik gefällt. Es wirkt auf jeden Fall deutlich realistischer. Am Anfang dachte ich von dem, was man jetzt hier gesehen hat, von dem ersten Logo, dachte ich jetzt nicht unbedingt, dass es sehr auf realistisch, sondern auch eher in diese Comic-Richtung, so ein bisschen wie Star Stable geht. Aber wenn man dann so die ersten Animationen und alles sieht, wirkt es eher wie eine realistischere Variante, die eher wie ein Equestrian von der Art her aussieht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr die ersten Eindrücke von Astride? Gefällt es euch? Was sagt ihr dazu? Und auch nochmal ganz wichtig, was sagt ihr dazu? Wird es eine Konkurrenz werden zu Star Stable? Ich persönlich so als Fazit würde sagen, es ist eine sehr schöne Alternative, wo man seine Zeit verbringen kann, aber da es eben kein Online-MMO ist, wird es final vielleicht Leute eine Zeit lang sehr schön begeistern können, aber diese Lücke, die Star Stable und das ganze Universum von Star Stable hinterlassen würde, wenn es weg wäre, kann es auf keinen Fall füllen. Das ist meine Meinung dazu. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So much, baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Hey, I wanna stay with you. Do the things you do. We'll find a way to make it through, girl. Can't seem to find the words to say. Baby, I want you to stay. I'm thinking of you every day, yeah. Hey, you know I love you.
so much, you know I can't let go, you know I can't get enough, you know I want more.